Willkommen zurück, Leute, zu Sonic Generations. Wir befinden uns im Sonic Unleashed-Bereich und müssen das noch mit dem modernen Sonic spielen. Oh mein Gott, wie cool! Das ist Omo-Schau. Mann! Und jetzt heißt es wieder hier, gotta go fast! Naja, ich will eigentlich keine Jumpscares machen, ich bin ja nicht Mock, ne? Wir sind ja hier nicht im Jumpscare-Bereich. Das ist mir aber auch mal aufgefallen. Das mache ich immer. Und das ist voll scheiße eigentlich, dass ich das mache. Und das macht sonst... Das macht keiner. Ich schreie die ganze Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreie total. Alle anderen Let's Player, die reden immer so ganz normal, ja. Redet hier ganz gediegen. Ist ein gediegenes Spiel, macht Spaß. Und ich bin immer so am Brüllen, ey. Ich bin immer am Brüllen, ich schreie immer... So nach dem Motto, hört man mich denn überhaupt? Oh mein Gott, ich glaube, man hört mich nicht gut. Oder so, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so Minderwertigkeitskomplexe, ne? Die man dann baden muss, keine Ahnung, weil man muss laut sein. Was weiß ich, das Level ist unfassbar schön, ne? Es erinnert mich an die guten alten PS3 Unleashed-Zeiten. Das war auch das schönste Level. Und hier kommt auch die coolste Stelle im ganzen Spiel nachher. Auf die darf man sich durchaus freuen. Ich glaube, die kommt immer. Also ich glaube... Doch, ich glaube, die kommt immer. Da kommt man gar nicht drum rum, sie zu sehen. Naja, das war gut, aber das war auch schwierig. Muss man auch mal dazu sagen, das war jetzt auch nicht einfach. So, bams. Ich will dann die Luftballons. Das ist immer cool, weil der dann so... springt dann so cool. Das sieht so süß aus und so schön. Ach ja, einfach herrlich. Ich bin absolut begeistert von diesem Spiel und, ja. Wann werde ich das nächste Mal spielen können, dieses Spiel? Ich meine, ist vielleicht für euch noch ein Geheimnis, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Wir nähern uns dem Ende des Spiels tatsächlich schon. Also, Sonic Generations ist echt nicht lang. Meine Fresse. Es ist sowas von nicht lang. Okay, jetzt kommt die beste Stelle im ganzen Spiel. Boah, das sieht so cool aus. Man da auf die Stadt zustürzt und... Boah. Epische Scheiße. So, dafür lohnt es sich schon, dieses Spiel zu spielen. Für diese Stelle nicht. Das hier ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Wie geht das? Achso, ich muss selber da hinlenken und dann... Naja. Bullshit. Wie gesagt, ist nicht schön. Und das nächste Mal, dass ich die Gelegenheit bekomme, dieses Spiel zu spielen, wird dann wahrscheinlich als One-on-One sein. Gegen unseren guten MO-Penis. Das wird super. Den machen wir platt. Also, denke mal, da ist, brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Bei diesem Spiel hier. Das ist Team Volo. Klares Ding. Das ist ganz... Nein! Oh, okay. Alles gut. Das ist eine ganz klare Kiste. Das ist eine Team Volo-Sache. Ich kann doch hier auch... Genau, Gott sagen, ich kann doch hier stampfen. Das haben wir doch so gut gelernt. Im Sonic 06 Level. Mann, stampfen. Super, super, super Sache. Bestes Ding hier im ganzen Spiel. Förmlich, aber nee. Muss sein, da freue ich mich drauf. Also, das hier ist doch auch eins von diesen Spielen, auf die ich bestehe. Es gibt so ein paar Spiele bei One-on-One, auf die ich bestehe. Eins davon... Darf ich sogar schon sehr bald spielen. Das wird cool. Aber das erzähle ich euch jetzt noch nicht. Und ein anderes, ja, ist jetzt dieses hier. Und noch ein paar andere, ne? Ich meine, jeder, man kennt das ja. Jeder hat so Spiele, wo man sich sagt, Alter, die könnte ich eigentlich fast immer spielen. Und ich stelle halt fest, dass dieses Spiel dazugehört. Was mich ein bisschen wundert, weil das hätte ich eigentlich... Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, muss ich zugeben. Also, nee, überhaupt nicht. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass überhaupt irgendein Sonic-Spiel mich wirklich anmachen könnte. Nö. Ist schon vorbei? Haben wir den? Ich meine, er lässt nochmal jede Menge Ringe fallen. Nee, ein Extra-Leben kriegen wir, glaube ich, nicht mehr zusammen. Da müsste schon was kommen hier. So, das war gut. Ich glaube, das war ganz gut. Ändert aber nichts daran, dass gleich das Schlimmste kommt im ganzen Spiel. Oh ja. Jetzt wird's gleich elendig. Aber vorher befreien wir noch das Krokodil, wo auch immer es herkommen mag. Vermutlich aus Unleashed. Würde zumindest Sinn machen, weil es ist an der Unleashed-Stelle.
Danke, Sonic. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Jemand muss dahinter stecken. Wir müssen uns darum kümmern, Sonic. Boah, wer könnte nur so böse sein und dahinter stecken? Wer ist so böse? Habt ihr eine Idee? Ich nicht. Mensch. Denkt jemand mit einem IQ über 300? Man weiß es nicht. Sonic Colors. Habe ich letztens in irgendeinem Part als schlechtes Sonic abgetan. Bleibe ich auch bei. Wobei ich sagen muss, ich habe es auf der Wii tatsächlich durchgespielt damals. Und es war halt zu Zeiten, wo ich echt kein einziges Spiel durchgespielt habe. Habe ich Sonic Colors durchgespielt? Aber im Nachhinein frage ich mich halt echt, warum ich das getan habe. Weil ich dieses Wisp-System, ich mag es überhaupt nicht. Es sagt mir halt kein bisschen zu. Und aus dem Grund, ja, weiß ich auch nicht, was ich mir dann dabei... Oh Gott. Was ich mir dann dabei gedacht habe. Wieso ich das Spiel durchgespielt habe. Aber man sieht es ja jetzt hier auch. Das ist halt dieses... diese Dinge einsammeln, Special-Fähigkeiten dadurch und... Spikes, oh mein Gott. Oh ja, es gibt hier eine Stelle. Die ist, glaube ich, auch mit den Spikes. Das ist das Schlimmste. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Roll weiter. Oder hör halt auf. Hör doch bitte auf. Okay, ich kann mir das selber aussuchen, wenn es aufhört. Wenn ich keinen Bock mehr habe. Oh, was ist das? Naja, wie gesagt, ist doch irre lang. Also hier kann man richtig, richtig Zeit verschwenden. Auch schon allein aus dem Grund, weil man nicht weiß, wie das mit der Fähigkeit entsprechend funktioniert. Also, Gott, Planet Wisp, Sonic Colors. Okay. Spikes. Ah ja, genau. Deswegen mag ich die Spikes nicht. Wegen diesem Blödsinn hier. Mit dem Kram muss man noch so viel Stellen überstehen und das ist halt... Das ist nicht so angenehm, das ist nicht so angenehm. Ja. Von nach unten. Machen wir einfach so. Bam. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah. Easy peasy Ding hier bis jetzt, ne? Also. Wobei, die Stelle ist auch, glaube ich, hart. Hey, Spikes. Hey, die brauche ich unbedingt dringend. Nein. Und das wieder? Nö. Ist ja Bullshit. Dann brauche ich sie wohl nicht. Dann brauche ich sie wohl nicht. Und wir sind draußen. So schön. Das ist auch so ein Ding hier, dass sie drin ist. Mir das alles nicht so... Sieht ja nicht so schön aus wie draußen. Draußen, das macht halt echt voll was her. Und drinnen geht es nur so. Ist das schon die Stelle, die ich hasse? Mit der dämlichen Brücke. Und da hänge ich da dran. Alter, die Stacheln. Die kamen förmlich wie aus dem Nichts. Okay, sieht doch ganz schön aus. Also, vor allen Dingen. Okay, ich verstehe. Vor allen Dingen ist es sehr hübsch, Planet Wisp mal hier in super sexy HD zu sehen, weil, ja, also auf der Wii sah das schon anders aus. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis und ich würde fast sagen, diese Stelle hier habe ich noch nie gesehen. Sonic, bitte weiter. Achso, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Okay. Fuck. Dabei bin ich sogar noch gesprungen. Ich kam mir gerade so schlau vor, in dem Moment, dass ich gesprungen bin. So, boah. Voll gut. So ist denn der so gut? Nach dem Motto. Reaktion wie so ein junger Gott. Aber war nix. War nix. Bam, bam. Tschüss, Mann. Kannst mich mal am Arsche verlecken. Oh, Mann, wo bleibt denn die dumme Stelle? Jetzt komm schon, dumme Stelle. Ich will dich endlich sehen, damit ich weiß, ich hab's hinter mir. Oh Gott. Und komme ich da jetzt hoch? Wenn nicht, dann... Ich habe einen Plan. Hör auf. Versuchen so. Okay. Bisschen leichter. Bisschen leichter, aber auch nur... Oh, shit. Oh, shit. Nicht gut. Nicht so schlau. Yep.
Ja, komm, gib mir die Spikes halt. Will ich jetzt natürlich nicht einsetzen. Ich heb sie mir mal auf für so einen Moment wie hier. Wo ich noch nicht ganz... noch nicht ganz sehe, was... Einfach weiter, komm, einfach weiter. Einfach durch. Mir doch egal. Einfach durch hier. Bam, 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 so. Keine Ahnung, vielleicht verpasse ich die Stelle ja auch. Das wäre geil. Das wäre so das Optimale, ey. Die Stelle einfach verpassen. Ich meine, so ein Sonic, ne? Es gibt viele Wege. Viele Wege führen hier echt ins Ziel. Das ist so. Und dann kann es auch sein. Ach so, doch, da lang. Das war richtig. Aha. Gut, da hinten hätte ich mir noch so einen tollen roten Ring besorgen können, aber machen wir uns da auch mal nichts vor. Wenn ich den roten Ring nicht brauche, dann nehme ich den roten Ring auch nicht. Okay. Nein. Ich glaube... es hat gerade geklingelt. Okay, Spikes, ab geht's. Entschuldigt bitte den Schnitt. Aber ich erwarte tatsächlich, dass jemand klingelt und ja, das ist immer doof. Absolut unprofessionell, würde so manch einer sagen. Oh, please, 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 please. Oh, das ist die Stelle. Das ist die Stelle des Hasses. Das ist die Stelle des puren Hasses. Ja, vor allem weiß man gar nicht... Gas. Okay. Wir sind hier soweit durch, irgendwie. Hättest du jetzt nicht eigentlich... Nimm mal die Spikes. So. Nein. Oh, shit. Gib Gas. Genau. Zack, durch. Oh, das ist hier so ein Durcheinander, Mann. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß doch nicht, wo ich lang soll. Falsch rum. Nein. Falscher Knopf. Okay, okay, okay. Nimm dir die neuen Spikes hier. Nein. Kein Plan, Mann. Voll der Blödsinn. Das ist hier halt dieser Blödsinn. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist halt mega crap. Und an dieser Stelle wirst du halt immer getroffen. Das ist saudumm. Vor allem weiß ich auch nicht, was aufgeht. Ich weiß nicht, was aufgeht. Das ist das Problem. Wo muss ich hin? Okay. System verstehen und lösen. Das ist die Aufgabe hier. Machen wir so. Ja, guck mal. Das ist es doch schon. Das ist es doch schon. Ich glaube, das ist so die schlimmste Stelle, die man hier zu bewältigen hat. Aber wir sind auch schon 8 Minuten in dem Level. Von daher ist das auch, glaube ich, völlig okay, wenn es jetzt mal endet. Aber ich denke, das tut es auch. Ja. Endest du? Schönes Level. Darf's vorbei sein. Ich bin dir nicht sauer. Ich bin nicht böse. Nein! Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Damit haben wir Planet Wisp zumindest mit dem netten kleinen Igel geschafft. Dem lieben, ne? So liebe von den beiden. Gut. Und sogar ein S-Rang dabei. Mann, Mann, Mann. Dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir Planet Wisp mit dem modernen Sonic an. Das wird toll. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Wobei, das ist ganz viel mit Raketen und so ein Stuff. Gut. Werden wir im nächsten Part auf jeden Fall entdecken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.